Brauchen wir in Deutschland ein Tempolimit? Nein, sagt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und lehnt eine Verfassungsbeschwerde mit der Begründung ab, dass nicht ausreichend dargelegt worden sei, dass ohne die Einführung eines Tempolimits die Klimaziele nicht erreicht werden könnten. Und jetzt will ich wissen, was ist eure Meinung zu der Frage?